Hallo Leute und herzlich willkommen hier zur letzten Lektion unseres Releasen-Kurses. Wenn wir jetzt an der Stelle sind, dass ihr die eigenen Produktionen fertigt habt, dass das Mixdown und Mastering passt und ihr wirklich davon überzeugt seid, dass dieser Track von der Öffentlichkeit gehört werden muss und dass man ihn nicht mehr länger der Welt vorenthalten kann, dann braucht ihr auf jeden Fall einen anständigen Vertrieb, damit eben das Ganze auch in die Tat umgesetzt wird. Gerade als Newcomer ist es auf jeden Fall wichtig, dass man an ein gutes Label kommt, denn hier färbt ja das Vertrauen und das Ansehen des Labels im Prinzip auf dich ab. Dabei ist ein klassisches Label auf jeden Fall einem Netlabel zu bevorzugen. Also Netlabels sind diese Plattform, wo du dich einfach einkaufen kannst, wo sich eben jeder einkaufen kann, um so dann in die verschiedenen Vertriebsplattformen wie iTunes, Spotify und so weiter reinzukommen. Deswegen ein klassisches Label auf jeden Fall einem Netlabel zu bevorzugen. Wobei natürlich ein Major-Label an sich, wenn es wirklich so was Großes ist wie Universal, nicht mehr ganz so nah an der Szene ist wie vielleicht du und die deswegen vielleicht auch gar nicht so zielgerichtet agieren, weil sie eben gar nicht genau wissen, wo ist denn das Zielpublikum und wie erreiche ich die am besten. Trotz Label, auf jeden Fall musst du darauf vorbereitet sein, dass hier noch weitere Investitionen getätigt werden müssen. Du musst weiterhin das Marketing für dich als DJ oder Produzent übernehmen. Du musst Presseunterlagen besorgen. Du musst deine Kanäle weiter bestücken mit Fotos, Videos und so weiter. Also hier kannst du nicht davon ausgehen, dass wenn du einmal einen großen Track irgendwo bei einem Label gelandet hast, dass auf einmal alle Kosten für dich übernommen werden. Dem ist leider auf jeden Fall nicht so. Und du hast aber trotzdem noch einige Vorteile, denn das Label hat eben genau dafür gute Kontakte für deine Pressearbeit, für Foto, Videografen und ähnliches. Natürlich auch für zukünftige Produktionen. Vor allem ist dein zukünftiges Label stark, was die finanziellen Mittel angeht. Also wenn du noch ein recht kleiner Künstler bist und man eben hier noch den nächsten Step machen möchte, um dich noch bekannter zu machen, dann muss man natürlich ordentlich Budget in die Hand nehmen, was das Label dir oft bieten kann. Außerdem sind die beim Label natürlich normalerweise auch Marketing-Experten, denn sonst wäre es kein erfolgreiches Label. Es bringt ja nichts, wenn das Label alles signed, was es angeboten bekommt, aber sie nie was verkaufen, weil sie es nicht schaffen, das jemandem anzubieten. Also insofern ist eigentlich davon auszugehen, dass das Label auch Marketing-Experten mit an Bord hat. Und ein weiterer Vorteil, den du hier hast, ist die Kooperation mit anderen Künstlern. Denn gerade das Netzwerken innerhalb eines Labels oder auch von Label zu Label wird deutlich leichter sein, wenn du eben mal bei einem Label bist, als wenn du das Ganze auf eigene Faust angehen musst. Du genießt hier, wie gesagt, eben die Reputation, das Vertrauen deines Labels und kannst somit sehr viel leichter an Remix-Angebote kommen oder auch Produktionen mit anderen Künstlern gemeinsam starten und natürlich auch DJ-Kollabos zum Beispiel starten, dass ihr eben gemeinsam auflegen werdet in Zukunft. Neben dem eigentlichen Originaltrack, den du produzierst, ist hier auf jeden Fall auch wichtig, dass du ein Cover, also ein Artwork hast, dass die ganzen Metadaten vorliegen, sowas wie Geschwindigkeit, Tonhöhe, wer hat alles mitproduziert und so weiter. Hier gibt es viel zu beachten. Außerdem brauchst du unter Umständen mehrere Varianten deines Tracks. Wie wir auch schon eben in den letzten Lektionen besprochen haben, reicht es oft nicht aus, einfach nur den Originaltrack auf den Markt zu bringen, sondern man braucht noch einen Radio-Edit, eben fürs Radio, eine Extended Version oder eben einen Club-Mix für die DJs und so weiter. Eventuell möchtest du ja auch, dass dein Track nochmal geremixt wird. Das ist natürlich alles Arbeit. Hier kann dich dein Label auch unterstützen. Und genauso auch bei den Presseunterlagen. Hier hat dein Vertrieb auf jeden Fall normalerweise gute Kontakte oder Fachmänner eh schon in-house und insofern solltest du auch darauf zurückgreifen. Und wenn du das halt nicht kannst, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass du eben das Ganze nicht vergisst. Das Label muss natürlich musiktechnisch vom Konzept her passen. Also es macht logischerweise keinen Sinn, dass du als Hip-Hop-Produzent versuchst, auf einem elektronischen Label zu landen.
Logischerweise wirst du hier sowieso eine Ablehnung bekommen, aber du verschwendest ja auch deine Zeit und deine Mühe, dich für dieses Label zu bewerben. Deswegen viel recherchieren. Es gibt viele Labels in Deutschland, weltweit, wie auch immer. Hier gibt es ja keine Grenzen. Heutzutage ist über das Internet die Kommunikation über den ganzen Erdball möglich, innerhalb kürzester Zeit auch. Und es ist überhaupt kein Problem, dass auch ein Label auf der anderen Seite der Welt deine Musik veröffentlicht, solange es denn eben einfach sehr gut passt. Von daher recherchiere hier viel, such dir die Kontakte raus und auch eben nicht nur die Personen an sich, sondern auch eine potente Kontaktoption, insofern, dass es eine gescheite E-Mail-Adresse ist oder du am besten noch eine Telefonnummer hast oder vielleicht sogar eine Hausadresse, bei der du mal vorbeigehen kannst. Und kontrolliere das Ganze auf jeden Fall nochmal, mach dir am besten ein Excel-Sheet oder ähnliches und geh das Ganze nochmal durch nach dem Ausschlussverfahren eben, wo es denn wirklich jetzt im Endeffekt Sinn macht, deine Unterlagen, deinen Track und alles hinzuschicken. Du solltest nämlich definitiv vermeiden, die Labels zuzuspammen oder zu viel schlechte Qualität abzuliefern, denn wenn du hier unfertige Demos schickst, dann fällst du schnell durchs Raster. Das Label hat dich im Prinzip auf der Abschussliste und selbst wenn du später mal gute Produktionen dann nochmal hinschickst, wird die keiner mehr anhören, weil man vielleicht auch gar nicht mehr deine E-Mail aufmacht. Man weiß sowieso, unter dem Namen kam bis jetzt nur Quatsch, der hat schon fünfmal einen schlechten Track zu uns geschickt, na dann wird der sechste wohl wahrscheinlich auch nichts sein. Labels bekommen am Tag hunderte bis tausende Anfragen, Angebote von Künstlern, die ihre Tracks dort releasen wollen. Von daher musst du wirklich gut sein, hier Qualität abliefern und auch vielleicht auch durch dein Anschreiben und andere Dinge überzeugen und dich hier gegen die Konkurrenz durchsetzen. Auf jeden Fall schaffst du das nicht mit schlechter Qualität und unfertigen Demos. Falls du noch keinen Kontakt zu deinem Ziellabel aufbauen konntest, dann kannst du auch, insofern du selber noch als DJ auch veranstaltest, Acts von diesem Label buchen und hast somit dann im Prinzip einen kleinen Schwenker gemacht und kannst hoffentlich so dann noch Kontakte zu diesem Label knüpfen. Insofern du den Kontakt bekommen hast und auch eine Antwort bekommst, weil auch das ist absolut nicht mehr gegeben heutzutage, dass du immer eine Antwort bekommst. Insofern du eine Antwort bekommst und es eine Ablehnung ist, macht es natürlich keinen Sinn, wenn du eine unfreundliche E-Mail zurückschreibst, was das Ganze denn soll, sondern nimm das Ganze sportlich. Offensichtlich war deine Produktion einfach nicht gut genug. Nutz die Situation aber und frag hier einfach nochmal nach, woran lag es denn vielleicht? Oder alternativ, gibt es ein anderes Label, zu dem dieser Track vielleicht besser passen könnte? Und lass dir dann direkt auch noch den Kontakt geben. Das ist auf jeden Fall auch ein cleverer Punkt, wie du dann vielleicht an die richtige Adresse kommst. Du solltest auf keinen Fall eine Track-Sammlung losschicken, es sei denn, es ist wirklich ein Album, das als solches zusammengehört und auch vom Stil her wirklich passt. Denn am besten überzeugst du mit deinem allerbesten Track. Wenn der passt, kommt sogar oft automatisch noch das Angebot und die Anfrage, hast du nicht noch ein paar Tracks, denn wir würden gerne daraus eine kleine EP machen und dann können wir ja noch zwei, drei Tracks dazulegen. Aber wenn du als Labelbesitzer eine E-Mail bekommst, wo eben 8 Tracks drin sind und der vierte ist vielleicht gut, aber du musst dich erstmal durch 3 durchhören, die aber eher so miserabel sind, dann machst du eher die E-Mail zu, als dass du deine Zeit noch weiter verschwendest, hier noch dich durch die Lieder zu klicken. Insofern nur ein Track, deinen besten Track oder eben, wenn es ein Album ist, hier mehrere Tracks schicken. Wenn du beim Label, bei deinem Vertriebspartner einen 50-50-Deal bekommst, ist es heutzutage wirklich gut, denn hier kommen ja eben noch einige Abgaben an die spätere Vertriebsplattform, an das Label, das muss natürlich auch von was leben, der Vertrieb, der zwischen dem Label und der Plattform dann vermittelt und von daher, da sind schon einige Mittelsmänner dazwischen und insofern du einen 50-50-Deal bekommst, bist du auf jeden Fall schon gut bedient, sei hier nicht zu erwartungsvoll,
und vergraule dir hier nicht potenzielle Möglichkeiten bei einem Label nur wegen der Aufteilung der monetären Aspekte. Falls die Verträge für dich zu kompliziert sind, die dir vorgelegt werden, ist es noch kein Grund, das Ganze einfach blind zu unterschreiben. Denn wenn hier Vereinbarungen drin sind, wie dass du noch x Tracks danach dort releasen musst und vorher nirgendwo anders releasen darfst, dann sind es zum Beispiel auf jeden Fall schwierige Stellen. Und hier empfiehlt es sich, dass du dir einen Anwalt nimmst, der nichts mit dem Label zu tun hat, der eben nur für dich privat zuständig ist und deswegen auch nicht die Interessen von einer anderen Partei vertritt und eben mit dieser Person dann nochmal den Vertrag durchgehst, damit du hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite bist. Die Kontaktaufnahme zu deinem zukünftigen Label oder den zukünftigen Labels ist eine Wissenschaft für sich. Hier gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern es gibt viele Wege, und was du auf jeden Fall erreichen solltest, ist, dass du aus dieser Flut, aus dieser Masse an Bewerbern, die da täglich eingehen, hervorstehst. Und natürlich kann man grob jetzt sagen, dass du dich an einiges halten solltest, wie logischerweise nicht unfreundlich sein und keinen Quatsch hinschicken, aber eben es gibt nicht diesen einen richtigen Weg. Insofern haben wir hier einige Möglichkeiten aufgelistet, die du nutzen kannst, um auch bei deinem Wunschlabel zu landen. Verzichte auf jeden Fall auf Massen-E-Mails, denn gerade wenn du dann vielleicht vergisst, den Betreff zu ändern oder das Anschreiben, liebes Label, und auf einmal landet es bei einem ganzen anderen Label, dann kann es auf jeden Fall peinlich werden. Und die Labels sehen es auch gerne, wenn du wirklich Bezug auf sie nimmst, denn sie möchten ja auch sehen, dass du dich mit ihnen auseinandergesetzt hast und verstehen, warum du der Meinung bist, dass du gut zu ihnen passt, und eben möchten sie auch sehen, dass du verstanden hast, für was denn dieses Label steht, weswegen du dich auch für dieses Label entschieden hast. Fass das Anschreiben am besten kurz und knapp, eben aber auch zugeschnitten auf das jeweilige Label, denn das Label interessiert sich ja in erster Linie für deine Musik. Das ist ja kein Buchverlag, der eine Biografie von dir rausbringen möchte, sondern eben es geht hier um die Musik. Natürlich bist du als Person auf keinen Fall egal, aber halte das eher kurz, und die Musik wird schon für sich genug sprechen. Deswegen keine unnötig lange Biografie, keine Beschreibung auch der Musik. Gerade Leute vom Label, die wissen, was Musik ausdrückt, die hören, was du da gemacht hast, da braucht es keine weitere Beschreibung und auch vor allem keine Schleimerei. Das ist auch vollkommen deplatziert. Du solltest die Links zur Musik anhängen, also keine Datei. Wenn das Label eine Mail bekommt oder eben auch einen USB-Stick oder was auch immer, einen Datenträger eben mit den Dateien, dann wird es wahrscheinlich nichts werden. Denn zum einen wird man die Mail vielleicht gar nicht aufmachen. Zum anderen wird sie vielleicht direkt im Spam-Ordner landen. Vielleicht kommt sie niemals an, weil sie viel zu groß ist. Das ist auf jeden Fall Quatsch. Hier ist eher die Gefahr, dass eben das Postfach verstopft, dass da das Label Angst hat, dass du da noch Viren angehängt hast oder was auch immer. Da tust du dir auf jeden Fall keinen Gefallen. Deswegen benutze Links, entweder zu privaten YouTube-Videos oder Vimeo, was auch immer. Soundcloud kann man auch benutzen oder Dropbox, Google Drive. Also es gibt heutzutage wirklich viele Möglichkeiten, wie du hier den Track deinem Label zukommen lassen kannst, ohne ihn vorher groß zu veröffentlichen und ohne vor allem auch die Datei anzuhängen. Eine Möglichkeit ist natürlich auch, dass du das Ganze persönlich abgibst. Das wird heute natürlich dann eben herausstechen. Das ist was Besonderes, wenn du persönlich vorbeikommst. Aber es gibt auch Labels, die das Ganze weniger lustig finden. Die haben eigentlich keine Lust auf Besuch. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Wagnis. Aber man kann es auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Du solltest es an wenige Labels schicken. Das knüpft an den Punkt Massenmails an. Denn lieber bereitest du dich auf diese wenigen Labels gut vor und erhöhst damit die Wahrscheinlichkeit auch, dass du genommen wirst, als dass du einfach blind an 200 Labels über den Erdball verteilt irgendwie deine Sachen versuchst an den Mann zu bringen. Oftmals gibt es eine Demo-E-Mail oder ein Formular auf der Website, das du ausfüllen kannst. Nutzt das auf jeden Fall. Das gibt es nicht zum Spaß.
Und wenn das Label gerade noch Bewerbungen an andere E-Mail-Adressen oder über andere Wege bekommt, wird es oft ungern gesehen, weil diese E-Mails natürlich dann auch mit der Zeit einfach zugespammt werden. Und das ist natürlich nicht im Interesse des Labels. Du kannst außerdem noch ein kurzes Pressekit von dir anhängen. Deswegen auch wieder natürlich hier nicht zu viel Blabla. Kurze Hardfacts. Wo hast du vielleicht schon überall gespielt? Wo hast du ein Residency? Wo hast du vielleicht in der Vergangenheit schon mal veröffentlicht? Irgendwelche Referenzpunkte deiner Karriere, aber übertreib sie nicht. Alternativ kannst du auch telefonisch oder persönlich Kontakt aufnehmen, denn umso persönlicher das Ganze ist, umso wahrscheinlicher bekommst du ein Ja. Das ist genau wie in unserem allerersten Kurs bei der Lektion Mentor. Umso persönlicher du das Ansprechen vorher machst, umso eher wirst du ein Ja hören. Und das Ganze geht dann natürlich übers Telefon, was ja noch etwas persönlicher ist als die E-Mail zum Beispiel. Und eben wenn du eine E-Mail schreibst, wirst du auch generell ja im Leben sehr wahrscheinlich eher ein Nein hören, als wenn du eine Person wirklich direkt fragst. Dafür musst du die Leute natürlich auch erstmal erwischen, ganz klar. Aber das sind natürlich auch Szene-Leute, die du auf Veranstaltungen triffst, vielleicht im Plattenladen oder bei anderen Events. Deswegen, das gehört auch wieder zum Recherchieren. Augen auf, wissen auch, wer fürs Label arbeitet. Und eben, wenn du in einer großen Stadt wohnst und die Leute hier auch vor Ort sind, dann provozier es wirklich und versuch mit den Leuten in Kontakt zu treten. Natürlich auch wieder auf eine ehrliche Art. Kein Spam, kein Generve, kein Schleimen. Das wird dich definitiv nicht weiterbringen, aber einfach ein guter Kontakt, ein guter Draht und damit erhöhst du deutlich die Wahrscheinlichkeit, hier einen Platz zu erhalten. Du solltest nicht um jeden Preis bei einem Label landen, denn wenn das Label zu klein ist oder zu unpassend ist, dann kann es eben die Zielgruppe deines Tracks nicht gescheit erreichen oder eben die haben total begrenzte Mittel, finanziell oder auch personell und können dich eigentlich gar nicht richtig versorgen. Insofern schränkst du dich eigentlich nur in deinen Produktionsfreiheiten ein, dadurch, dass du eben vielleicht dann auch noch Folgetracks liefern musst, was es auch immer ist. Das macht dann wenig Sinn. Von daher kannst du heutzutage auch den Vertrieb gut in die eigene Hand nehmen. Und dafür gibt es zum Beispiel die vorhin angesprochenen Netlabels, die du immer noch benutzen kannst. Hier meldest du dich einfach an und kannst über diese als Trittbrettfahrer sozusagen dann in die Online-Stores kommen. Alternativ kannst du natürlich auch bei Soundcloud, YouTube und anderen Webseiten einfach den Track selbst veröffentlichen, selbst hochladen, vielleicht noch ein ansehnliches Video dazu produzieren und das ist natürlich vollkommen kostenfrei, wobei hier natürlich auch die Monetarisierung wegfällt oder sehr schwer ist. Bei YouTube kann man ja immer noch Werbung schalten, aber die Gewinne dadurch sind natürlich sehr gering. Du kannst auch Promo machen, indem du den Track in Mixen platzierst von anderen DJs. Ähnlich wie bei Musikpools eben, lässt es wie Art bemustern und eben schon mal verbreiten. Und das ist natürlich ein großer Step, den du dann da machst, aber es ist auch nicht unmöglich, dass du dein eigenes Vinyl schon mal presst. Und hier musst du natürlich erstmal Geld vorstrecken, aber es hat sich bei einigen Künstlern auch schon gelohnt und am Ende wirklich ausgezahlt, dass man auch auf eigene Faust mal das Vinyl hat pressen lassen. Hier haben wir für dich nochmal einige Netlabels aufgelistet, falls du es in keinen klassischen Vertrieb reinschaffst, zu keinem offiziellen großen Label, kannst du das Ganze eben auch über diese Anbieter selbst starten. Und wir wünschen dir damit natürlich viel Erfolg, dass deine Produktion auch wirklich gut ankommt und die breite Masse erreichen wird. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.